Jetzt können wir mal gucken, was wir so schmieden wollen. Boah. Gibt's was mit Stahl auf jeden Fall? Mit Stahl geht klar. So, dann geben wir uns mal was mit Stahl wieder. Dreimal. Spitz zulaufende Parierstange. Sexy. Sanduhr. Grüner Ledergriff. Grüner Ledergriff. Irgendein ein schön hochwertiger Griff, der uns auch was bringt. Hier gibt es diesen verzierten Knauf. Dieses Schwert hier sieht übrigens richtig hübsch aus, aber es braucht halt ordentlich Erfahrung dafür. Was haben wir denn jetzt alles gelernt? Und wie viel? Der erste kostet einfach 10.000. Gott, Gott, Gott. Also das war ja ein Deal, hör mal. Wenn wir jetzt einfach nur das austauschen, wäre das ja schon mal viel wert. Das ist natürlich immer ganz gut. Da, aber ich würde als allererstes was anderes herschmieden. Ich würde Folgendes machen. Wir haben einfach mit einem Schwert so viel zurückbekommen. Ich würde das hier machen wollen. So. Damit wir das auch ein paar Mal schmieden können, ne? Aber den rot umwickelnden Ledergriff mittlerweile? Ich glaube, das ist der hier. Nee, das ist der raugebundene. Müssten wir aber. Leder umwickelnder langer Zwerngriff. Nee, Strukturleder. Nee. Ist noch nicht da, aber wir haben den da noch. Zack. Ich würde gerne wissen, wie viel der uns jetzt bringen wird. Haben wir auch wieder alles Mögliche. Wir sind einfach durch. Oder was? Nee. Wir haben schon alles gelernt. Es gibt... Jawollo, den haben wir jetzt auch schon. Sehr schön. Es gibt schon die gekrümmte Parierstange. Das ist der raue. Das ist der rote schon. Also wenn wir dieses Schwert ein paar Mal schmieden, dann sind wir eh aus dem Schneider. Also wenn das noch stimmt, ne? Ja, alles freigeschaltet gerade. Oh Gott. Oh ja. Ja, kein Wunder, dass wir alles freigeschaltet haben bei den Preisen. So. Jetzt sind wir schon mal stinkereich. Jetzt kann ich den auch nochmal andere Sachen wegkaufen. Die zusammenschmieden. Der aber... Und gucken, was wir da jetzt nochmal zusammen. Oh Gott, wir können das Schwert schmieden. Sorry. Ich glaube, jetzt haben wir alles freigeschaltet. Dieses Schwert ist krass. Ich würde mir sogar eins auf meinen Rücken werfen, wenn wir das eh schon haben. Als Schwert. Munitionsverbrauch, ja gut, das ist halt so etwas, was wir jetzt nicht so dringend brauchen. Aber dadurch lernen wir jetzt zwei Hand. Eins schmeiße ich mir auf den Rücken. Das sind alles stumpfe Schwerter. Aber die sind richtig starke stumpfe Schwerter. So, haben wir jetzt auch nochmal was bekommen. Eisensparta kann ich mir. So. Können wir auch nochmal einschmelzen. Das wäre unser altes. Man sieht einfach nur so, wie das gerade hochgeht. Also wie der gerade alles kennenlernt. So, ich habe ein Schwert geschmiedet, ich kann alles. Jetzt ist natürlich ein bisschen weird, wenn ihr euch bedenkt, dass wir einfach grundsätzlich alles aufkaufen, was mit Schwertern gerade zu tun hat. Nochmal Hartholz rein und gib ihm hier volle Kanone. Alles, was wir so finden. Einfach rein ins Getümmel. Dann erstmal das Holz zusammenschmieden. Und jetzt geht's weiter. So, bedeutet,
Es sieht jetzt natürlich doof aus, aber warum nehme ich denn auch mal so schwache Dinger mit? Hat einen ganz einfachen Grund. Wir schmieden zwei davon und wir schmieden uns ein bisschen was zurecht. Wir nehmen mal das Zeug da hinten raus. So. Und schmieden das danach mit Schmiedeeisen einfach durch. Und halt schon wieder alles Mögliche kriegen. Wie gut ist die Waffe jetzt? Oh, das ist eine ausgewogene. Oh, gib mir das Schwert. Halt nochmal Geld reingespült. So. Also so, das mit dem Geld und so ist jetzt nicht so das Extreme. Oh, Moment. Ach ne, da oben gibt es einen Kampf. Huch. Epikrotea, wie sieht es denn damit aus? Also, ihr seht, ich bin durch mit dem Schmieden. Jetzt würde ich mich tatsächlich auch langsam mal an andere Sachen setzen, wie zum Beispiel... Ah, hier sind Pugios. Hallo Pugios. Also, erstmal die schwachen Sachen mitnehmen. Das ist immer so ein bisschen doof. So, passt. Denn, wenn auch nur eine Sache dabei ist... Ach ja, klar. Da sollte ich erstmal die hier zusammenschmieden. Bevor ich anfange, ja. Andere Sachen zu schmieden. Hatte ja eh nichts mehr. Und wir lernen halt damit auch Sachen für andere Schwerter und so weiter. Passt. Dankeschön. Was haben wir denn? Können wieder zwei von denen hier machen. Herkules ist eine Stufe aufgestiegen. Das ist halt Wahnsinn, ne? Und jetzt würde ich sagen, jetzt schmieden wir auch mal kleinere Sachen wieder. Das Schwert wissen wir ja, wie wir da hinkommen. Ich würde gerne erstmal das Schmiedeeisen wegschmieden wollen. Bedeutet, wir machen das hier. Der Griff hier. Einen Schmiedeeisengriff. Oder wir nehmen den raugebundenen. Und das muss auch weg. Da finden wir aber was Gutes. Das ist mit Stahl geschmiedet. Ja, nur was mit Stahl. Achso, diese Pommel da. Nennt man ja so Pommel. Feuerstahl. Eisen. Ah, Schmiedeeisen. Ja, dann machen wir erstmal Eisen durch. Eine diamantene Parier. So, dann haben wir das. Jetzt machen wir nur noch mit Schmiedeeisen. Nehmen wir die hier. Ist noch normales Eisen gewesen. Das ist keine gute. Das kommt mit Roheisen. Machen wir mal mit Roheisen. Und nur mit Eisen. Gott, die ist ein bisschen weird. Und mit der hier. Nee, ist nicht. Das ist auch Eisen. Auch Eisen. Eisen. Schmiedeeisen. Gut, passt. Und dann nochmal Schmiedeeisen. Kleines mit Schmiedeeisen. So, passt. Ich kann hier nicht mit. Warum kann ich nicht mit entern? Ich hasse das. Oh ja. Das kann ein bisschen dauern. Wenn wir die alle verkaufen, dann, ja. Dann ist gut. So. Alles einmal durchgeschmiedet, was wir hatten. Ach, ja. Was schätzt ihr? Ich sag 100.000. Ah, 200.000. Gut, gut, nun.
Da sind wir eh stinkereich. Das spielt keine Rolle in dem Playthrough. So. Was kostet die Welt, ne? Gucken wir uns mal an, was wir so uns holen können. Das geht. Vom Preis her auch. Das geht auch vom Preis her. Ah, die sagt mir sogar nicht mal zu. Das ist tatsächlich das Teuerste, was wir jetzt kaufen könnten. Ich sag euch ehrlich, es juckt mich nicht. Warte mal, ich hole meine anderen Sachen wieder zurück, weil irgendwie das hier ist okay. Einen neuen Speer, falls die noch einen Speer haben. Das sieht schwierig aus, würde ich sagen. Ja, yeah, das ist hier noch so eins. Ja, okay, gut, das ist ein Spieß in dem Fall und das geht nicht vom Pferd aus. Gut, never mind. Ja, wir haben genügend Kohle, wie gesagt. Achso, ich würde sogar tatsächlich 60.000 draufzahlen, damit wir halt hier und da ein bisschen was zurückbekommen langsam. Also wenn wir zumindest mit dem, was wir haben, ein bisschen was zurückbekommen, wäre ich sehr dankbar. Okay, ein Holz, wow. Ihr wisst ja, was wir machen. Wir kaufen uns wieder ein. Ach ja. Ach ja. Nun. Ich habe ein Holz. Kauft etwas. Oh ja. Das ist genau das, was ich brauche. Dann können wir nochmal nach Balgard. Und in Balgard können wir uns auch nochmal umgucken, was die so haben. Und dann schmieden wir uns nochmal durch. Also es tut mir leid, dass es immer so lange Schmiedefolgen gibt. Am Anfang gibt es das irgendwie immer. Und dann irgendwann, ja, nicht mehr so sehr. Der Anfang ist immer sehr geprägt vom Schmieden. Hier können wir eigentlich fast schon alles kaufen. Also, wenn ich mir den Preis angucke für einige Sachen hier. So, ich will trotzdem gucken, weil wir haben hier auch sowas hier mal. Dann müssen wir mal ein bisschen mehr. So, ne? Also, was ich auch gerne mal gucken wollen würde, vielleicht haben wir hier einen schönen nordischen Rundschild mal für ihn, ne? Der rennt ja sonst mit nichts rum. Der ist uns nacksch. Nein, so schlimm ist auch nicht. Okay, und los geht's. Ja, das ist schon mal gut was. Was wir da haben. Was uns fehlt, ist tatsächlich Feinstahl. Finde ich nicht so geil. Das ist das große Problem. Ich würde gerne dieses Schwert hier machen, aber dafür brauchen wir Feinstahl. Wir können halt noch mal die hier machen. Das ist sogar gar nicht mal so schlecht aufgeteilt. Vielleicht kriegen wir... Was ist denn das? Was braucht der? Schmiedeeisen. Einen schönen Schmiedeeisenpommel. Lassen wir das bei dem hier. Ich überlege tatsächlich überhaupt. Vielleicht erstmal einen kleinen Teil darüber zu transferieren schon mal in das normale Schmiedeeisen. Und würde das Roheisen dann in Ruhe lassen. Na, es wird alles Eisen halt, ne?
Würde ich das hier nehmen? Das wäre dann Eisen. Es könnte gehen. Ja, doch. Das gibt's gerade nicht. Ich will mal wissen, wie viel wir dafür bekommen. Ja, nun. Die letzten beiden schmelze ich nochmal ein. So, ich würde tatsächlich genau das hier jetzt nochmal machen. Das sind nicht immer die besten. Aber sie bringen halt Geld rein, ne? Und auf 150 will ich dann schon kommen gleich. Passt. Sehr schön. Wie viel bekommen wir denn dafür? Ja. Passt. Ich möchte nämlich jetzt gerne noch eine Sache machen. Nämlich die zwei Handstangenwaffen. Die sind auf das Pferd, ne? Stangenwaffe? Das geht nicht fürs Pferd, okay. Zwei Handstangenwaffen, genau. Da haben wir noch nicht so viel freigeschaltet. Aber ich würde gerne mal gucken, was wir so bekommen können. Oha, was ist das? Ich denke, wir können Reiter... Würde ich aber jetzt erstmal noch nicht machen. Oha. Ich überlege, was wir für einen Stab nehmen, weil dafür brauchen wir nur Hartholz. Ist gar nicht mal so schlecht. Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Waffe. Ich bin mal gespannt, wie viel die bringt. 100. Die ist tatsächlich noch nicht so stark. Ist aber nicht wild. Wir brauchen Holz dafür. Damit wir da ein bisschen auch mal lernen können. Weil das Problem ist, uns fehlt halt einfach Holz. Nur zum Lernen. Holz gibt es, glaube ich, da vorne auch nochmal. Der kauft etwas. Und das ist Hartholz. Wir haben Schmieden nochmal gelernt. Was ist eher? Kontrolle, Elan, ne? Sind wir denn schon mehr der Elan-Typ gerade? Das ist mal Hartholz. Jetzt gehen wir nochmal in die Schmiede. Zap, zarab. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir mal. Ich würde sogar sagen, dass wir vielleicht eher so einen hier nehmen. Der verlangt nur Hartholz. Ja. Es geht nur darum, dass wir lernen. Es geht nicht darum, die Welt zu verändern. Einen schönen. Ich suche halt ein gutes Rezept, ne? Vielleicht nicht so ein langes Schwert sein, oder so ein langer Speer sein, aber man muss halt gucken. Ich glaube, das war schon ganz gut. Ich glaube, die schenken sich einfach rein gar nichts. Probieren wir es mal so. Sind noch ganz schwache Speere, wie ich sehe. Hm.